Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Es ist tatsächlich Moinsen endlich mal wirklich passend. Es ist auch früh am Morgen. Ich bin hier auf dem Campingplatz am Rhein bei Kehl. Das ist so ganz links, relativ weit unten gegenüber von Straßburg. Wenn ich jetzt springen würde hinter diesem Wall, da ist der Rhein und die andere Seite, das ist schon Frankreich. Was sich aber auf dieser Seite verbirgt. Auf diesem Platz, was der so kann und was du erwarten darfst. Naja, komm, entspannt in diesem Video. Wie immer, auf geht's. Es hat sich ja bewährt, oder? Wir fangen vorne an. Pass auf, und vorne in diesem Fall heißt sogar, ich tanke mich hier mal diesen Wall hoch. Da siehst du den Rhein. Und das da hinten ist ja schon Frankreich. Hallo, bonjour, wie der Native Speaker sagt. Pass auf, warum bin ich hier? Weil ich dir da zum einen erstmal Frankreich zeigen will, habe ich jetzt getan. Dann hast du hier unten so einen Fitnessparcours. Das ist super, da kann man auch mit dem Hund rüber rennen. Da rastet der völlig aus, also meiner. Und dahinter, hinter diesem Campingplatz ist auch noch ein Schwimmbad, aber das ist gerade zu. Zumindest habe ich gestern reingeschaut und habe kein Wasser gesehen. Vielleicht ist das ein berühmtes Trockenschwimmbad. I don't know. Naja, sonst ist es da aber. Pass auf, das ist ja auch nur die eine Seite der Medaille. Uiuiui, schreibt bestimmt wieder jemand, ich schnaufe wie ein Büffel. Hat ja auch gestern schon wieder einer getan. Dachte ich mir, ja, ich einer bin. Pass auf, jetzt zeige ich dir aber den Platz. Pass auf. Die Anfahrt relativ entspannt. Also, du musst gucken. Pass auf, das muss ich auch noch zeigen. Ich bin von da hinten gekommen, aber gerade dadurch hat das Navi mich geleitet. Da bin ich auch mal schön übers Feld gefahren. Ich glaube, wenn du von der Seite kommst, ist das durchaus zuträglicher. Also mein Navi, das denkt sich wahrscheinlich, weil es ein X12 ist, ey, wir müssen ja auch einmal quer durchs Feld. Das hat aber nicht im Kopf, dass ich ja hinten 92 Tonnen dran habe, Idioten. So, pass auf, dieser Platz, ich muss ein bisschen an die Halbe gehen und gucken, dass ich nicht so viele Menschen drauf filme. Das wollen wir ja nicht. Erstmal die Facts, Faktencheck. 140 plus minus Plätze. Warum plus minus? Weil es keine Parzellen gibt. Ja, es ist so ein Park, das finde ich super. 140 plus minus, je nachdem wie groß. Geöffnet von Mitte März bis Ende Oktober, im Winter nicht, weil, naja gut, vielleicht wären durchaus Interessenten da, aber dann wird der Platz so weich, dass sie gesagt haben, nee, lass mal gut sein, nachher versinken die Boliden noch. Dann hast du ein, und das sage ich vorweg, sensationelles Sanitärgebäude. Also ich finde das richtig, richtig gut. Das ist, glaube ich, auch noch niegelnagelneu. Da muss ich gerade mal fragen, gleich nochmal an der Reetze, wann sie das gebaut haben. Also das ist top. Das ist wirklich top. Das zeige ich dir gleich. Dann hast du ein Restaurant. Dazu sage ich dir gleich auch noch was. Du hast Strom verteilt über den ganzen Platz. Nicht überall ist Wasser, aber so überall mal so verteilt zumindest. An einigen Versorgungsstromsäulen findest du auch Wasser. Und die Preise, die sage ich dir nachher natürlich auch noch, finde ich persönlich auch wieder völlig normal, völlig im Mittel. Dann kann man sich am Tag vorher Brötchen bestellen oder hier so Frühstückszeug. Das kann man sich dann da morgens abholen. Da kommt nämlich der Bäcker mit Pfiff, der Dierle. Der kommt hier morgens angefahren. Und jetzt zeige ich dir auch noch ganz schnell, wo wir denn überhaupt sind. Kehl. Kehl. Pass auf, hier ist Kehl. Wir sind irgendwo hier. Da sind wir. Da ist Kehl. Hier ist Frankreich und da ist Straßburg. Und ich glaube, ich bin hier gestern irgendwie so hergefahren. Total bescheuert. So, dann hast du es auch gerade schon gesehen. Du hast hier so einen schönen alten Baumbestand, finde ich super. Satzschüsse natürlich aufpassen, weil ich stehe natürlich wieder direkt vor so einem scheiß Baum. Ja. Aber gut, Internetempfang ist hier gut. Dann Restaurant, pass auf, da gehen wir jetzt erstmal hin. Du kannst dich hier hinsetzen und hier ist auch echt voll gewesen gestern Abend. Und man sagte mir, es ist abends immer voll. Aber das ist nicht schlimm, habe ich mir überlegt. Es gibt nämlich auch so eine zum Mitnehmen Sachen. Komm, fangen wir gleich mit was an, was mich, das war das Einzige, wo ich echt dachte, ey Leute, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Mitnehmkarte finde. Pass auf, hier. So, Schnitzel. Wiener Watt, ein Stück 4,20, Wiener A2 Schnitzel 7,50. Die habe ich gesehen. Die sahen gut aus, groß aus. Und dann sah ich weiße Currywurst, zwei Stück, ein Paar mit Pommes 10,90. Dann dachte ich, ey, wenn die Currywurst teurer ist als das Schnitzel, dann muss das die weltbeste Currywurst sein. Ich blende sie dir mal kurz ein und dann mach dir dein eigenes Bild. So, da siehst du nämlich im Verhältnis zu meinem Daumen die Größe der Portion.
Die war super lecker. Das war eine richtig leckere Bratwurst, eine feine, mit ein bisschen Pommes. Aber 10,90 Freunde der Sonne. Hui. Aber hier kannst du ansonsten noch schön sitzen, Weinchen trinken, Bierchen trinken. Und die Speisen, die die Leute auf ihrem Teller haben, sahen alle gut aus. Und das Schnitzel ist ja sogar noch recht günstig. Jetzt gehen wir aber mal weiter. Pass auf, jetzt lassen wir den Kollegen hier erstmal rausfahren, dass er mich nicht ummietet. Wenn du hier reingefahren kommst, dann kommst du so bis hier, nur hältst hier kurz an und dann gehst du erstmal in eine Reze. Pass auf, die ist hier. Tschack. So, dann musste ich mir ja nochmal schnell die letzten Informationen holen, damit ich dir nicht schon wieder Tinnef erzähle. Pass auf, ganz einfach. Also zum einen erstmal noch als kleine Info, der Platz gehört dem DCC, Deutscher Camping Club e.V. Sowas wie Happy Camping, nur in groß und bewährter. Ja. Und noch ein Unterschied, die haben zwei Campingplätze. Einen hier und einen irgendwo in Dinkelsbühl, glaube ich, hat er gesagt. So, dieses Gebäude, das ist schon ein bisschen älter. Das haben sie jetzt wieder neu renoviert und alles gemacht und Krusch und Zell und jenes. Und das Gebäude, das ist nagelneu. Also das ist so neu, da ist die Farbe noch relativ nass dran. Da drin sind jetzt die Sunnies. Sag ich dir jetzt schon, kannst du dich echt drauf freuen. Also wirklich geil, finde ich wirklich gut. Mit die besten Sunnies, die ich jetzt in den letzten 5 Wochen gesehen habe, ich ganz ehrlich bin. Aber wir fangen hier an. Also Reze anmelden, Brötchen bestellen. Dann hast du hier einen Aufenthaltsraum, aber der ist natürlich gerade, das wirst du jetzt nicht so gut sehen können, weil es spiegelt, Corona-bedingt leider zu. Dann geht es aber weiter, weil es gibt ja eine ganze Menge, was offen ist. Sehr logisch. Zum einen hier hast du den Abwaschbereich. Jetzt habe ich keinen, also ich muss mir da kurz das Ding vor den Kopf halten. So. Kannst du abwaschen. Abwaschen, abwaschen. Gestern waren auch noch Pömpels da, gestern Abend. Jetzt sind keine da. Komisch. Gestern waren welche da, bin ich sicher. Also weiß ich, habe ich gesehen. Waschmaschine 2-mal, Trockner 2-mal. Ja, und das alles, echt auch alles neu renoviert. Sehr schön. Und dann stehen sie hier, die Männer, weißt du, und fachsimpeln erstmal so übers Abwaschen. Kann man ja machen. Dann hat es ein paar Mietbäder, 3 Stück an der Zahl. Da kann ich jetzt nicht reingucken, weil die ja zu sind. Und einmal gehandicapt ein barrierefreies WC. So, wieder raus. Und wir gehen weiter. Man braucht ja noch was. Zum einen hier kannst du deine Chemietoilette auskippen. Futsch. Und einmal übergespült haben. Und wenn du sagst, nee, pass auf, ich fahre ja Wohnmobil, ich denke wieder an Baby Herman, hier ist die Entladungsstelle Grauwasser Wohnmobil und ein bisschen Müll. So, und hier kannst du wahrscheinlich auch nochmal Chemietoilette ausleeren. Sieht mir zumindest so aus. Und Bäume angucken kann man sich hier auch. Hast du gesehen, oder? So, pass auf, jetzt muss ich mir mal schnell meinen Lappen geholt haben. Nee, pass auf, wir machen es anders. Sunny zeige ich dir gleich im Anschluss. Ich gehe jetzt erstmal weiter über den Platz, damit du auch mal so einen Einblick vom Platz bekommst. Einblick über diesen Platz bekommst, heißt es richtigerweise. Und wenn jetzt wieder welche sagen, schwenkt die Kamera nicht immer so schnell, ich schwenke halt so, dass ich keine Menschen drauf habe. Das hat schon alles auch seinen Grund. Spielplatz hat überschaubar, aber weich. Das heißt, wenn du runtersegelst, dann tut es nicht ganz so weh. So, und dann siehst du da vorne schon die Stromversorgungssäulen. Und das ist das, was ich gerade ja sagte, so ein bisschen parkähnlich. Also du hast nicht so diese klassischen Parzellen, so tak, 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 sondern es ist alles ein bisschen offen. Und das finde ich echt, also mittlerweile finde ich das ganz cool, weil das ist so, ja, wie soll ich sagen, das fördert so ein bisschen ja auch den Gemeinschaftssinn der Camper, oder? Ja, wenn man nicht so hinter seiner Hecke sitzt und jeder ist so für sich, sondern ach, hier wird gegessen, da wird gekruscht, habe auch schon 2, 3 Leute wieder kennenlernen dürfen, ziemlich entspannt, alles geil, finde ich toll. So, und so riesengroß ist der Platz ja gar nicht, weil 140 Parzellen ist ja auch relativ überschaubar. So, und jetzt siehst du, da Paolo Witsch passt wieder auf unseren Wohnwagen auf. Haben uns einfach mal dahingestellt, weil natürlich dazu führt, dass der Baum uns genau den Satzschatten spendet. Toll. So, Versorgungssäulen, echt gut Platz. Hinter meinem Wohnwagen ist dann schon wieder die nächste. Also stromtechnisch kommst du gut hin. Wassertechnisch musst du halt gucken, in welcher Versorgungssäule der nächste Wasseranschluss für dich ist. So, Paulchen, so sieht das hier aus, ne? Und jetzt kommt aber das, ich sag mal, mit Highlight. Sanitärgebäude. Dazu haue ich mir den Lappen ans Gesicht und dann hüpfen wir da mal rein, obwohl es natürlich gerade früh morgens ist, da ist bestimmt voll, aber wir riskieren mal einen Blick, oder Paul? Riskieren wir mal einen Blick?
Leute, erste wichtige Botschaft mit dem Fahrrad. Ja, mit dem Fahrrad hast du da nicht hinzufahren. Ist ja ganz logisch. Stellst hier vorne hin. Ja, die 15 Meter, die kannst du ja laufen. Du siehst, alles neu. Alles neu, neu, neu. Pass auf. Und jetzt schwenke ich gleich mal nach vorne. Und dann siehst du schon, hier über diese hohle Brücke muss er kommen. Und in das Sanitärgebäude reinlaufen. Und das machen wir jetzt mal. Super. Vielleicht läuft hier auch manchmal Happy Camping Fernsehen, das weiß man nicht. Urinale, da dürfen nur die Herren hin. Füllen wir mal schnell rein. Gibt es ein paar, du siehst, nagelneu. Sauber, super, kontaktlos Seife, kontaktlos Papierspender. Also, das ist schon geil. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Pass auf, jetzt werden die ein oder anderen werden jetzt vielleicht sagen, das ist aber erstmal komisch. Ich finde das aber eigentlich ganz sinnvoll. Das sage ich dir. Pass auf. Frau Mann, gleiche Richtung, gleicher Bereich. Das ist nämlich hier nicht getrennt. Das ist hier nämlich ein Bereich. Ich mache ein Video, Mäuschen. So, pass auf, jetzt gucken wir mal, ob irgendwo eins offen ist. Siehst du hier nochmal, ne, Frau Mann und so. Nehmen wir mal die 11 und gucken einfach mal rein, wahllos. Und dann siehst du hier wieder Desinfektionszeug, Toilettenpapier, vernünftiges, ordentliches Klo, sauber. Und ob jetzt hier im Nebenraum ein Typ sitzt oder ein Mädel, ist mir auch total wuppe. Es war total sinnvoll, einfach einen Bereich zu generieren mit vielen, vielen Bädern. So entzerrt sich das, ich finde das cool. Und das Gleiche ist drüben bei den Duschen auch. Und die sind auch super. Also die sind super, super. Komm. So, ich muss ein bisschen lauter reden, da wird geföhnt. So, pass auf, hier einmal für die ganz Kleinen. Düschchen, Wäschbäckchen und hier für die Mini-Mini-Kleinen und da noch eine Wickelkommode. Hervorragend. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal die erste Dusche, die wir finden. Pass auf. Und so sieht das dann aus. Duschraum Nummer 1. Tack, tack. Pass auf, machen wir mal zu, dass nicht so laut ist. Ist ja auch mal schön, oder? So, pass auf, mal. Dann hast du ein richtiges Badezimmer, nur halt kein Lokus. Hängst deine Sachen hin, stellst dein Duschzeug her, machst dann das Fenster auf, dass dir die Sauna, die Dampfsauna Lust ein bisschen, Luftlust, ja, da machen wir der Freund, mal gucken, wie der rausgeht. Und, ich habe ja gestern Abend geduscht, du brauchst keine Marken, keinen Chip, kein Schlag mich tot, drückst auf Start, kannst die Temperatur justieren und dann kommt da oben, also ein akkurater Wasserstrahl raus. Nicht so ein Tröpfchen, sondern kommt schon raus. Und was ich auch super finde, manchmal sind ja diese Start-Stopp-Dinger so, dass die so gefühlt 6 Sekunden laufen. Hier läuft das Ding, keine Ahnung, 30 Sekunden oder eine Minute. Also echt so lange, dass man nicht ständig in Bewegung kommt. Finde ich super, finde ich gut. Gut, ist jetzt auch neu, aber trotzdem gut, oder? Ja, pass auf, jetzt hüpfen wir wieder raus. Und davon gibt es sage und schreibe 10 Stück. Jetzt könnte man meinen, oh, für Frauen und Männer ist das nicht ein bisschen wenig. Jetzt ist es Vormittag. Es ist Samstag. Der Platz ist echt voll. Und du hast gesehen, da waren einige frei. Und auch gestern Abend musste ich war auch nicht erst super spät. Ich war relativ, weiß ich nicht, 8:30 oder was. Musste ich auch nicht, war auch die Hälfte leer. Also echt cool. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Ja, und dann musst du eigentlich nur noch wissen, was kostet der Spaß? Ja, was habe ich zu investieren, hier ein paar Tage zu verbringen? Ja, das sage ich dir doch auch, oder? Dafür holen wir uns doch einfach mal die Rechnung ran. Die lügt nicht. Jetzt geht's zur Kasse. Da war ich ja schon. Also der Erwachsene, muss ich einmal kurz umschlagen, warte mal. Der Erwachsene kostet 8 Euro. Das bin ich. Der Hund kostet 3 Euro. Völlig normaler Preis. Stellplatz 12,50 Euro. Das finde ich relativ günstig. Strompauschale 3,50. Wenn du länger bist, wirst du irgendwie nach Kilowattstunde abgerechnet. Ich verlinke dir die Homepage einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da stehen dann die Preise natürlich auch drauf. Den habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber wenn man nur eine Nacht steht, zahlt man 3,50 pauschal an Strom. Und dann noch ein Umweltbeitrag 2 Euro. Gut. Umwelt haben wir ja nur eine. Legen wir mal 2 Euro auf den Tisch. Und das führt dazu, dass wir 29 Euro zahlen. Und 29 Euro, ich meine so Ende 20, da schmeiße ich kurz wieder rein, Ende 20
Das ist ja mittlerweile so der Preis, an den ich mich ja echt gewöhnt habe. Den habe ich in Steinhude bezahlt, oder am Steinhuder Meer bezahlt. Den habe ich jetzt hier in Blasülz am Rhein bezahlt, wo ich war. Das ist so der normale Preis mittlerweile für einmal, zweimal, dreimal. So, Fazit. Fazit. Pass auf, ich setze mich mal hin. Ah. Also, ganz im Ernst. Ich finde diesen Platz sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, was man hier in der Umgebung so alles machen kann. Ja, aber wenn einer von euch sagt, hier unten so in der, am Rhein, vielleicht mal nach Frankreich rüberfahren, da geht ja auch gleich eine Brücke rüber zu, den, zu unseren Freunden im Westen, dann kann ich diesen Platz absolut empfehlen. Vorher kurz einmal angerufen, ob noch was frei ist. Du kennst das Spiel in den aktuellen Zeiten. Platz wäre auch ganz gerne mal ausgebucht, obwohl hier wäre noch ein Platz frei. Da hinten sehe ich auch noch einen. Also man kann auch Glück haben. Und dann freust du dich auf ein sensationelles Sanitärgebäude. Freu dich auf den Hindernisparcours. Ey, für Hund, gestern Abend völlig eskaliert. Da ist darüber gehüpft, wo ich dachte, Alter, Ben Johnson ist wieder da. Nur in anders. Und freu dich auf einen fairen Preis und freu dich auch auf leckeres Essen. Wenn du sagst, die Currywurst, die muss ich mir jetzt nicht bestellen, ich habe sie dir ja vorhin gezeigt. Also die, ich wiederhole es, die war super lecker. Die Pommes auch, die waren auch schön kross, aber sie waren so wenig. Hab dann noch eine ganze Tüte Nicknacks essen müssen als Nachtisch. Dann fahr hier hin, weil dann ist es ja echt cool. Und dann sage ich, Mensch, haben wir uns wieder mal einen Platz angeschaut, oder? Und dann geht es jetzt gleich weiter, kurze Hunderunde, die Wespe vom Hund wegmachen und dann... Und schau mal, wo es uns hin verschlägt und wo wir dann das nächste Mal wieder sagen können, herzlich willkommen bei Epic Camping und oder so. Jetzt bin ich weg und sage au revoir. Bis bald, dein Stefan. Ciao.